Anstrengend, wissend aber auch, dass sie eine der schillerndsten und herausragendsten Musikerpersönlichkeiten ist, die je deutsche Musik gemacht haben. Betrifft Nina Hagen. Hallo. Hallo Bettina. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Danke für den Job. Hi everybody. So, wir fangen an wie immer mit indiskreten Fragen. Nina Hagen, Alter? Also nächstes Jahr werde ich 44. Größe? 1,68 Meter Zentimeter. Gewicht? Elisabeth Taylor und ich, das geht immer hoch, runter, dick, dünn, weiß ich im Moment nicht. Sternzeichen? Fisch, Aszendent Jungfrau. Aha, Ihre liebste Tageszeit, morgens, mittags, abends, nachts? Der erste Strahl der aufgehenden Sonne. Wow. Das ist aber sehr, sehr früh, zumindest im Sommer. Wie lange verweilen Sie morgens im Bad? Well, so schnell wie möglich, ne? Okay. Schön schruppen und dann geht's auf die Piste. Als was möchten Sie wiedergeboren werden? Als Chamäleon, als Mann, als Ulme? Ich möchte gerne irgendwie, wenn es möglich ist, eine Weile von diesem Planeten Urlaub bekommen. Das lässt sich sicherlich einrichten irgendwann. Können Sie stricken? Nee, aber häkeln. Topflappen. Die ehemalige DDR war meine Heimat, also Ihre Heimat, meine Wiege, mein Knast. Alles drei. Mhm. Bei uns löst sich allerdings gerne mal was auf, während der Sendung macht aber nichts. Ihre Methode, sich das Rauchen abzugewöhnen. Jetzt hören alle gebannt. Okay, Gott bitten, mir zu helfen. Dann darauf warten, wie die Hilfe denn nun aussieht. Und dann kommt irgendwann die Hilfe. Und das ist dann immer in einem körperlichen Zusammenbruch, sodass ich einen Deal mit Gott abschließe und sage, du kriegst Zigaretten, du mich leben lassen. Das funktioniert? Yes. Also lange nicht geraucht? Nee, ich habe gerade neulich in New York die Zigaretten aus dem Fenster geschmissen. Das ist ein guter Vorsatz. Ja. Sind Sie Leonardo DiCaprio erlegen wie alle anderen Frauen? Nein, aber meine Tochter. Ach so. Ich dachte, Sie stehen so auf junge Männer. Ich kenne, das stimmt doch überhaupt nicht. Wer hat denn das gesagt? Ich bin da selber noch jung, also kommt Leute, ja. Stimmt auch wieder. Anyway. Punk ist ein Lebensgefühl, eine Modewelle, Nostalgie. Punk ist ein Tribe. Indianer, Punks, ist ein Tribe. Okay, ein Wort zu Gildo Horn? Well, hi. Stichwort Muttertag. Haben Sie Ihre Mutter angerufen? Ja, ich glaube schon. Ach so. Aber ich habe meinem Sohn was geschenkt zum Muttertag, nämlich mein Zigarettenloswerden-Ding. Ach so, das also ich gebe lieber zum Muttertag, you know, like, ja. Yeah. Hat Ihre Tochter angerufen? Nee, die hat nicht angerufen. Hat Ihre Tochter Ihnen irgendwann verziehen, dass Sie sie Cosma Shiva genannt haben? Oh ja, sie findet den Namen, glaube ich, ganz gut. Ja? Und der Sohn hat weiß ja auch, was der Name bedeutet. Was bedeutet er? Well, lange Geschichte, kurz gefasst. Einen Monat kam dieses wunderbare Lichtschiff. Ich habe da ein Haus gemietet am Strand. Und dann am nächsten Morgen, wo ich wieder normal war, ich konnte mich nämlich die ganze Nacht nicht bewegen. Ich stand da mit offenem Mund und so. Und da hat dann meine Freundin suggeriert, wie wäre es denn, wenn du jetzt schon ein kosmisches Ding gesehen hast? Nenn das Baby in deinem Bauch doch Cosma. Danke. Und das fand ich dann ganz toll, weil Cosma die weibliche Form des Kosmos, so Cosma. Und Shiva. Der Name Gottes, so. Wenn Sie in der Nacht viel Musik gehört hätten, hätten Sie das Kind möglicherweise Grammophon genannt. Nee. Ist die Tasche von Ihnen oder von Ihrer Tochter? Das ist meine Tasche, die habe ich mir neulich im Toyshop gekauft. Ich habe da aber noch eine andere Tasche drin, so Känguru-mäßig. Es gibt das Gerücht, dass Sie Schwierigkeiten haben, als ewige Göre erwachsen zu werden. Wenn ich die Tasche sehe, weiß also, ich warum. Also das stimmt überhaupt nicht. Ich baue ein Krankenhaus in Indien. Ich halte mich viel bei sterbenden und kranken Menschen auf. Also ich bin natürlich ein Kind, aber ich bin doch auch sehr gezentert. I mean, warum soll ich jetzt so tun, als ob ich doof wäre oder so? Nö, meine ich auch nicht. Der rote Punkt ist in Indien für verheiratete Frauen. Ja. Ist das bei Ihnen auch der Fall oder hat er eine andere Bedeutung? Erst war ich Gottes Freundin und jetzt bin ich seine Frau. Ah ja, ja. Bin nämlich mit Gott verheiratet. Das wäre aber dann ein klassischer Fall von Bigamie, denn Sie sind auch mit einem Klempner verheiratet. Ja, aber nicht richtig. Wie nicht richtig? Well,
das kann man so nicht beschreiben. Meine Beziehung zu Gott ist irgendwie ganz anders als eine Beziehung zu einem Menschen. Würden Sie uns an dieser Beziehung teilhaben lassen, indem Sie sich... Also ich kann damit jetzt nichts anfangen, ne? Sie haben eine intensive Beziehung zu Gott, der Ihnen auch geholfen hat, sich das Rauchen abzugewöhnen. Ja. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst gefragt, wie sieht die Beziehung aus? Ist ja wichtig. Zu wem jetzt? Zu Gott. Zu Gott. Well, total ehrlich, natürlich. Mhm. Ne? Weil er sieht alles. Und mein höheres Selbst, also meine ewige, unsterbliche Seele, die ist ja das Ebenbild Gottes oder der göttlichen Mutter, der weiblichen Form Gottes. Und in dem Sinne werde ich ja irgendwann mal sein, gleich mit ihm sein. Hm? Perfekt. Und so weiter und so fort. Ich glaube, es war 85 oder 86, da haben Sie in einem Interview gesagt, ich bin der Kanal Gottes. Habe ich das richtig zitiert? Das wäre schon schön, wenn ich das sein könnte. Danach, ich meine das jetzt ganz ernst, danach haben viele Leute gesagt, oh, Nina Hagen ist jetzt leider durchgeknallt. Verletzt sie sowas oder legen Sie es drauf an? Das ist ja die andere Möglichkeit. Nee, verletzen tut mich, wenn ich in Berlin von Neonazis zusammengeschlagen werde. Das Was aber noch nicht passiert ist. Doch, das ist passiert. Deswegen wohne ich ja auch nicht mehr in Deutschland. 87 war das schon. Und da bin ich ja dann auch aus Deutschland weg. Da bin ich ja erstmal nach Ibiza und nach Frankreich und so. Trotzdem zurück zur Frage. Manchmal sind die Sachen, hören sich die Sachen ganz schön abgedreht an, die Sie in Interviews sagen. Steckt da Methode hinter oder ist es Überzeugung? Das ist volle Überzeugung. Ihr Lachen dazu ist schön. Ja. Jedenfalls, Hagen holt nicht nur stimmlich jede Menge aus sich raus. Hier ist der Beweis. Okay. Tschüss. Können Sie denn nicht Deutsch singen? Sie sind doch Schlagersängerin. Du hast den Farbsinn vergessen, mein Michael. Kriegst du so ein Kind? Vielleicht. Ich weiß, es wird ein Wunder geschehen. Und dann werden tausend Märchen wahr. Toll. Ja, Mann, wenn die Liebe meines Lebens mal sterben wird, dann wird ihr aber mal ein Licht aufgehen. Wer ist das denn? Der Vater von meinem Sohn. Und der kann irgendwie nicht freundschaftlich mit mir umgehen. Der hat irgendwie Probleme, ist aber auch ganz klar, er ist ja auch Franzose. Kann es daran liegen, dass Sie vielleicht ein bisschen anstrengend sind im Zusammenleben? Na, wir leben ja nicht zusammen. Wir haben ja nur ein Jahr zusammengelebt oder so. Nee, ich meine nur... Freund, so menschlich miteinander umgehen. Wir haben doch ein Kind zusammen. Das geht mir irgendwie nicht in den Kopf. Und da frage ich, bin ich ja immer noch am Fragen. Der Vater Ihrer ersten Tochter war ein Junkie, der mittlerweile gestorben ist. Dann haben Sie vor ein paar Jahren auf Ibiza einen 19-jährigen Punk geheiratet. Und jetzt einen, ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, einen, was ganz Solides, einen Klempner. Das finde ich schon mal klasse. Ja, der lernt, der ist immer noch in der Lehrling, also der Apprentice. Kann man daraus schließen, dass Sie so ein kleines Helfersyndrom haben? Nö, glaube ich eigentlich nicht. Das ist eine Beziehung, you know, und Liebe und so. Wie lange hält ihr denn bei Ihnen im Schnitt? So ein paar Jahre. Bis jetzt immer so. Ein paar Jahre.
Wie bei den meisten Menschen. Wenn die Liebe so lange hält, habe ich ein Zitat. Ihre Mutter hat gerade einen biografischen Rückblick herausgegeben, Eva und der Wolf. Und in diesem biografischen Rückblick ist ein kleiner Brief von Ihnen. Der ist geschrieben im Februar 66 von Ihnen an Wolf Biermann, der an Vaters Stelle ja einige Jahre war. Und da schreiben Sie damals, die kleine Nina schreibt, lieber Schlumpf, du hast wieder deine Pfeile verschlumpfen. Jetzt hast du nichts mehr zum Schlumpfen, du armer Schlumpf. Was nützt es deiner Gesundheit, mein Schlumpf? Schlumpfst du schöne Geschlumpfe? Schlumpf ist ja nichts gegen den großen weißen Wahr. Das finde ich sehr schön, diesen Brief. Ja. Haben Sie von einem Ihrer Kinder auch mal so einen liebevollen, leicht verrückten Brief bekommen? Kann mich jetzt nicht erinnern. Mein Langzeitgedächtnis ist irgendwie ein bisschen so. Manche Sachen muss ich erst überlegen. Das dauert, ist dann für dieses heutige Einschaltknotenfernsehen zu langsam. You know, Sie haben weiß gesagt, Drogen sind gut für die Bewusstseinserweiterung. Well, in die Naturvölker. Die nehmen sogenannte Drogen, also Geschenke der Natur, ja, um bewusstseinserweiternde Zustände zu haben. Astronauten gehen zum Beispiel aus dem Orbit raus und haben einen anderen Bewusstseinszustand. Mhm. Wenn man zum Beispiel hier im BR, da nachts ist immer dieses Space-Programm. Im Bayerischen Rundfunk? Ja, genau. Da sagen die Astronauten, dass man da oben also nicht mehr sich wie ein Deutscher oder wie ein Engländer fühlt, sondern wie ein Erdenmensch. Gott, was machen die da bei der Fußball-WM? Und die haben gesagt, das wäre die Friedensformel, wenn man die Politiker hochschießen würde. Ja, das ist ja möglicherweise richtig. Der Hintergrund meiner Frage war ganz einfach der, Sie haben sich eigentlich früher darüber beklagt, dass Ihre, was heißt beklagt, es ist nicht an Ihnen vorübergegangen, so ganz spurlos, dass Ihre Mutter als große Künstlerin immer unterwegs war, die Tochter nie so an erster Stelle stand und Ihre Tochter, die jetzt 16 ist und Schauspielerin werden will oder schon ist, hat irgendwann gesagt, boah, ich kann das nicht mehr aushalten, dieses Nomadenleben. Ich muss mich jetzt mal selbstständig machen, sehr früh. Haben Sie manchmal das Gefühl, na, ich habe die Kleine doch ein bisschen vernachlässigt, weil Sie ein ganz aufreibendes Leben führen? Nein, glaube ich nicht, dass ich sie vernachlässigt habe. Immer noch will ich sie ja mit nach Hause schleppen, nach Indien. Und sie will aber nicht. Doch, natürlich will sie. Sie wartet mal drauf, dass sie Zeit hat, weil sie zurzeit ziemlich viel arbeitet. Sie ist ja Jungschauspielerin in diesem schönen Lande. Und sie wollte ja gerne mit ihren Freunden zusammen in dieses Internat gehen. Und das hat ihr auch ganz gut getan. Und ich finde, an Cosma ist alles perfekt zurzeit. Und überhaupt, also, ich habe sie nie vernachlässigt. Wenn Sie in der Öffentlichkeit auftreten, sind Sie immer bemüht darum, als sehr exzentrische Person zu gelten. Glaube ich kaum. Oh, ich bin nur mal der, der ich bin. Ja, und, das ist ja auch wunderbar. Und da der liebe Gott uns alle unterschiedlich geschaffen hat, aber doch gleichwertig und unterschiedlich, bin ich nun mal die, die ich bin. Ich frage ja nur, um zu wissen, Ihr Sohn ist inzwischen wie alt? 7, er wird jetzt 8. Bald 8 Jahre alt. Ja. Ist es für den manchmal ein bisschen zu turbulent zu Hause? Nee. Nee? Sie sind eine ganz brave Hausfrau und Mutter, wenn Sie zu Hause sind? Glaub ich nicht. Ja, ich pflanze Blumen und fasse den Dünger mit meinen Händen an und schrubse dann danach ganz doll. Und wir machen ganz viele tolle Sachen zusammen und ich bringe ihn zum Karate und zum Baseball und zum Basketball und zum Boys and Girls. Mein Sohn ist die Liebe meines Lebens. Und dann doch jetzt der. Der Vater von dem Sohn. Und der auch. Es gibt viele Liebe meines Lebens. Das ist schön, wenn und wenn das sagen du dir kann. Mühe gibst, wirst auch du die Liebe meines Lebens. Denn Menschen, die mich brauchen, wo ich glaube, dass ich ihrer kranken Seele helfen könnte, die sind die Liebe meines Lebens. Es sind Leute im Hospiz, sind die Liebe meines Lebens. Was ich da für süße Leute getroffen habe. Wie ist es dazu überhaupt gekommen? Es gibt ein Krankenhaus in Nordindien, was von Ihnen stark unterstützt wird. Mhm. Wie hat sich das ergeben und was verbinden Sie damit? Ja, also warum ich habe nur schon lange nach Gott gesucht und dann habe ich ihn auf vielfältigste Weise gefunden und bin dann eines Tages mit meinem Lehrer, der aus Indien kommt. Also ein Guru? Ja, der Meister. Der Meister? Aha. Der Meister rief und Sie kamen? Der Meister kam hier nach Deutschland. Ich habe ihn hier bei meiner Freundin Trudi im Haus getroffen. Das ist ein ganz toller Meister, ein ganz einfacher Mann, er hat 9 Kinder und ist irgendwie der friedfertigste Mensch auf diesem Planeten. Inder. Inder, Mutter, Tibetanerin,
Also der Reef und sie ging nach Nordindien? So über 70, aber ganz tief und ganz hoch, alles beides. Meine Freundin Sascha, die ist auch mitgegangen und ist gleich dort geblieben. Hat ihr drittes Kind dort auf die Welt gebracht. Das Hospiz. Und das Hospiz hier, das ist auch so, die durch die ganzen Freunde, die mit dem Krankenhaus zu tun haben und die mit den Indern zu tun haben, habe ich dann die Sibylle und den Josef Brombach kennengelernt, wie die dieses Hospiz gebaut haben. Wie sieht denn Ihre Unterstützung aus? Ja, ich bin immer noch dabei, diesen Regenschirm auf die Welt zu bringen. Das ist eine Firma gewesen hier in Deutschland, die wollten den rausbringen und haben das immer nicht gemacht. Jetzt mache ich das selber. Ich habe selber eine Firma gegründet und einfach hingehen und mit den Kranken und mit den Sterbenden zusammen sein und mit ihnen über den Tod sprechen und mit ihnen über Gott sprechen und einfach mit ihnen zu sein. Und Entschuldigung, das sind doch Inder, die da leben. Nee, jetzt hier, Hospiz ist hier um die Ecke von Köln. Das ist hier. Und in Indien, das ist das Krankenhaus. Ja. Wie reden Sie mit den Indern? Englisch? Die Inder sprechen alle Englisch mit einem ganz süßen Akzent, das wisst doch jeder. Ja? Tatsächlich so? Ja. Auf dem Land? Ja, also so ganz alle Inder sprechen Englisch, alles. Lernen die in der Schule. Und in Indien, naja, die Schulbildung ist aber große Klasse. Wenn Sie über den Tod reden, wahrscheinlich auch mal im Krankenhaus oder hier im Hospiz, ist Ihnen der Tod dadurch näher gekommen? Ich bin selber schon mal gestorben durch so eine bewusstseinserweiternde Angelegenheit mit 19 Jahren in Ost-Berlin, weil ich Gott gesucht habe. Und irgendwie kann man ihn nur richtig finden, wenn man stirbt. Man muss ihn rufen. Wie war es denn? Ja, also das Sterben selbst, sehr interessant, weil erst will man ja nicht sterben. Man stellt sich ja dann... Man stellt sich tot. Na, man stellt sich an, wenn man der will Tod nicht kommt, sterben. Man will nicht sterben, weil man hat, keiner hat einem das beigebracht, wie das geht. Das stimmt. Und dann? Wie ging es dann? Ja, und du musst ja irgendwann, egal ob du nur schon gestorben bist oder noch dabei bist, du musst Gott rufen, sonst geht nichts. Weil Gott ist unser Vater, unsere Mutter. Und wenn wir die nicht rufen, dann können wir schon gestorben sein und immer noch sterben. Und das Sterben selbst ist in dem Sinne sehr anstrengend, wenn man Gott nicht ruft. Wenn man Gott aber ruft, geht es ganz prima. Es ist wie eine Geburt, sozusagen. Sind Sie in irgendeiner Kirche oder haben Sie einen sehr privaten Draht zu Gott? Ich glaube, dass alle Religionen gleichwertig sind und ich lerne von allen Religionen. Und ich fühle mich genauso in der Synagoge wohl wie in der christlichen Kirche und Mutter Maria und katholische Kirche. Für mich sind sie wirklich alle gleich. Hallo, Mikrofon. Und in dem Hospiz habe ich eine ganz tolle Frau kennengelernt, die hat ein Buch über das Sterben geschrieben. Die heißt Christine Longacker. Mhm. Und die hat dort im Hospiz dieses Buch geschrieben. Und die hat Lehrer in Tibet, die Rinpoches von der Buddha-Linie. Und das Buch würde ich wirklich jedem Menschen ans Herz legen. Und es gibt es im Hospiz auch zu lesen, glaube ich. Sie machen bei allen gedanklichen und geistigen Abenteuern, die Sie eingehen, immer noch gute Musik, beispielsweise mit Thomas D. oder jetzt eine Tournee gerade über Brecht jetzt fällt mir der Vorname von Becker. Meret Becker. Sie haben den Zugang zur Musik nicht verloren über so viel geistige Spiritualität. Ich liebe die Musik und die Musik liebt mich. Da sind wir ziemlich beruhigt. Nina, Sie haben einen solchen Draht zu Kranken und Sterbenden, natürlich auch im Hospiz. Und Schwangeren und Babys. Und Sie haben eine sehr kritische Haltung der Schulmedizin gegenüber. Ja. Ja, jetzt nehmen wir doch mal an, Sie sind allein zu Hause. Und das hier ist Ihre kleine Hausapotheke. Wow. Ja, jetzt haben Sie beispielsweise einen richtig ausgewachsenen Kater. Das kann man ja schon mal haben. Well, ich bin ja jetzt Anti-Alkoholiker, aber früher mal ja. Früher. Was haben Sie dann gemacht? Wie würden Sie sich von diesem Repertoire das runternehmen, was hilft? Oh boy, ein Kater. Ja, wahrscheinlich früher, wo ich noch und so dann hier die essen. Dann doch der alternative Rollmops. Auf jeden Fall. Und dann schön Kräutertee trinken. Und dann bei den Bachblüten mal gucken. Bachblüten ein bisschen Öl ins Badewasser kippen. Bloß kein Alkohol mehr. You know, ein bisschen Olivenöl aufs dritte Auge tun. Wo ist denn das dritte Auge? Hier oben. Ach, das ist der sechste Sinn, das dritte Auge. Und dann, you know, ein bisschen an den Tempos schnüffeln. Na gut. Und so. Geheilt. Ja. Sie fallen die Treppe runter und schlagen sich das Knie böse auf. Was tun Sie?
Also erstmal entgiften. Sofort Rettungswagen. Erstmal, wie sagt man? Säubern. Jod oder sowas rauf, ne? Oder Zitrone. Ja. Essig. Na, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Und dann, dann erstmal aufhören, dass es blutet, ne? Und Wasserstofflösung. Ah, genau, Wasserstofflösung. Hier. Das ist gut. Antiseptische Ja, genau. Antiseptisch. Es tut den Pferden auch gut. Ja. Und dann Wasserstofflösung. Ja, genau. Und dann gehen wir mal. Oh ja, und beim Kater natürlich Vitamin C. Ja, einfach. Jede Menge. Und Mineralien nachkippen. Frauenschmerzen. Also da gibt's so eine. Ach, bei Frauenschmerzen ist Captain Blaubeer das Dollste. Alright, ist das eine Gummi? Ja. Aber da gibt es auch eine Mischung von Kräutern, die diese krampfartigen Angelegenheiten. Darf ich mit Frauenmantel aushelfen? Oh ja. Haben wir nicht hier. Schade eigentlich. Liebstock. Wir richten eigentlich Liebstock. Wie schlecht muss es Ihnen gehen, damit Sie einen ganz normalen Arzt rufen? Ja, also wenn, wenn der, okay, 1983 mein Blutzuckerspiegel runtergefallen und dann kriegt man so Krisseln und im Gesicht und man kann nicht atmen. Das ist schlecht. Und dann sagt der Arzt, ja, Ruhe bewahren, das ist Hyperventilation, Hyperventilation. Versuchen langsam zu atmen, ich kann aber nicht und so. Herr Arzt, die Ärzte können meistens gar nicht helfen, in meinem Fall jedenfalls. Man muss, das kann immer nur Gott. Bei der Auswahl und Kleinigkeiten geht das schon einigermaßen. Yeah. Nina, wir sehen uns gleich wieder. Oliver, okay. Jetzt was auf die Ohren. Wo ist er? Da. So. Ich bin mal sehr gespannt auf die Musik, ob jetzt ein Schrei kommt. Mach. Okay, Olli. Ich habe es jetzt nicht ganz erkannt, was es sein sollte auf der Kassette, aber ist ja egal. Klar. Doch nicht. Wir kommen zur Begegnung, wenn Sie sich rumdrehen. Denn da kommt jetzt der zweite Gast und ich sage ganz einfach, Johannes von Butler trifft Nina Hagen. Oh, das ist toll. Da freue ich mich wahnsinnig. Da freue ich mich wahnsinnig. Ja, er kennt schon mal Sie. Da freue ich mich ganz besonders. Hi. Ja. Das ist aber gewusst. Ach, das ist also ich habe gedacht, ist entweder klar. Deniken oder Butler oder Gottschalk. Spiritualität. Enttäuscht? Gottschalk. Nein, überhaupt nicht. Na, ich sag nur, ich habe den der Gesellschaft erklärt, dass ich einen sechsten Sinn hätte und immer weiß, wer anruft und damit habe ich nicht gerechnet. Das war eine schöne Überraschung. Na, hat er nicht tolle Zukunftsvisionen, unser Thomas? Das, intim kenne ich ihn nicht. Der geht doch immer heimlich zu UFO-Konferenzen und so. Nein. Thomas Gottschalk, yes, erzählt er der Presse natürlich nicht. Egal, jedenfalls. Whatever. Sie beide haben die Gemeinsamkeit, dass Sie sich mit dem Hier und Jetzt nicht zufrieden geben, sondern sich heftigste Gedanken über die Zukunft machen. Sie alle beide. Wollen wir darüber reden? Ja, natürlich. Deswegen sind wir ja hier. Völlig klar. Ich darf Sie rüber. Woher kennen Sie sich? Oh, wir sind schon ein paar Mal zusammen getroffen. Also das ist die komischste Situation bei Club 2. Bei Club 2, das war die witzigste Situation. Genau. Da haben sich Club 2 mal wieder getraut. Das sind die Leute, die mich seit der Zeit so diffamieren. Ups. Das war doch die Sendung, wo Sie mal... Über UFOs war das, ne? Ja, wo Sie gesagt haben, Herr Hengel, warum schäumen Sie so? Ja, der war so sauer. Ja, ich erinnere mich. Michael Hesemann war da auch da. Aber nicht bei der Sendung. Da war ein Herr Henker von der Zehner, so ein merkwürdiger Typ. Das heißt, Nina Hagen, Sie gehen auch richtig zu Konferenzen, wo es um UFOs und außerirdische Phänomene geht? Ja. Toll. Natürlich. Seit wann? Schon ziemlich lange. I mean, seit ich mein UFO gesehen habe, mein Lichtschiff. Das war das Lichtschiff, von dem Sie vorhin erzählt 1981 haben? 1981 war das. Und seitdem habe ich mir... Cosma. I mean, nach diesem Erlebnis ist... Nicht nach dem Schiff. Es war aber wirklich ein tolles Erlebnis, weil danach habe ich natürlich mehr Literatur darüber besorgt und bin dann zu UFO-Konferenzen und sowas hingegangen und habe dann auch ganz tolle Leute sprechen hören, zum Beispiel ehemalige Angehörige der Luftwaffe und so richtige ehemalige Offiziere und Generäle und sowas alles. Die aber nicht die klassische UFO-Besatzung sind. Nee, aber die damals mit dabei waren, wo solche Sachen geborgen wurden und wo solche Sachen untersucht wurden. Und viele Jahre lang wurde man ja lächerlich gemacht deswegen oder sogar kaltgestellt. Und die Filmserie X-Files, die zeigt das ja auch ziemlich
eindeutig. Ich muss mal nachhaken, wenn wir beim Stichwort UFO sind, Herr von Butler, Sie haben zwar noch keinen Außerirdischen gesehen, leider, aber haben Sie schon mal ein UFO gesehen? Ja, aber selbstverständlich. Ich meine im Ernst, das Problem ist natürlich, ein außerirdisches Raumschiff war. UFO bedeutet unbekanntes Flugobjekt. Und ich habe hab zumindest zweimal etwas gesehen, was ich nicht einstufen konnte als ein irdisches, konventionelles Fluggerät. Mhm. In Australien einmal ein Objekt, das sah aus wie ein Büchsendeckel, war aber nur so groß. Es kam also ohne Dom, ohne, da war nichts, was Ferngesteuertes gewesen. Das flog an mir vorbei, stieg wieder auf. Und dann einmal in England vor einigen Jahren, mit anderen Zeugen übrigens. Und da war ein Objekt im Himmel, das war so groß wie ein 5-Mark-Stück, also kann man die Höhe vielleicht abschätzen, mit einer Kuppel regelrecht. Und es stand 10 Minuten still im Himmel und dann plötzlich mit unglaublicher Geschwindigkeit flog es nach oben weg. Das zweimal in meinem Leben. Also. Wenn ich Sie beide richtig verstanden habe bisher und überhaupt, dann glauben Sie daran, dass die Zukunft der Menschheit mit Sicherheit mehr beeinflusst werden wird von außerirdischen Phänomenen, die wir so langsam versuchen zu begreifen, zu ordnen. Ich weiß es nicht. Vielleicht beeinflussen wir unsere Zukunft durch die Idee, dass wir nicht allein sind. Ich möchte nicht sagen, dass Außerirdische unsere Zukunft beeinflussen, aber immerhin diese Vorstellung, dass woanders Leben existiert, möglicherweise reflektierendes Bewusstsein, die auch intelligent sind, die vielleicht eine Technologie entwickelt haben, das kann uns schon irgendwo beeinflussen. Und ich kenne ja auch viele Leute von der NASA und die also das nicht nur lächerlich finden, diese Idee, dass ab und zu Besucher auftauchen, sondern das durchaus ernst nehmen. Ein kleiner Prozentsatz bleibt eben übrig bei diesen ganzen Sichtungen, die man nicht wegerklären kann. Und wenn man nun sagt, es ist ein modernes Phänomen, es auf Verwechslung zurückgeht, dann muss man sagen, es gibt die Sichtung im 16. Jahrhundert und sie gibt es vor tausenden von Jahren. Das Phänomen ist alt und deswegen auch für mich realistisch. Wenn Sie an die Zukunft denken oder sich die vorstellen, die Zukunft der Menschheit, machen wir einen Zeitsprung von 50 Jahren. Was glauben Sie, Nina, wird es auf der Welt nicht mehr geben in 50 Jahren? Oh, well, also ich glaube, die große Umwälzung steht sehr nah. Diese Astronauten, wovon wir vorhin gesprochen haben, die sagen nämlich auch, dass die Atmosphäre, die Erdatmosphäre immer dünner wird. Und der eine war vor 10 Jahren oben in Space und jetzt wieder nach 10 Jahren und hat gesagt, die Erdatmosphäre ist wieder dünner geworden. Also die ist ganz erschreckend dünn. Irgendwas wird passieren. Und wird keine, wie es ist beim Erdbeben, vorher kennt sich der Nachbar nicht, denn die kennen sich alle nicht. Aber bei Erdbeben sind plötzlich alle, oh, mein Bruder, meine Schwester. Wird keine Atomkraftwerke mehr geben. Wir gehen zurück zur Einfachheit. Die ganze Welt wird einfach keine Pestizide mehr und so weiter und so fort. Da wird sich aber die Industrie schwer gegen wehren. Allerdings, nee, überhaupt nicht. Die werden ja alle weggewischt. Von wem? Vom großen Wirbelsturm. Wenn Stürme zu Wirbelstürmen werden, dann ist das Ende nah auf Erden. Die Welt wird erschüttert werden von Erdbeben. Will denn hier keiner überleben? Sie werden schlucken, Stadt für Stadt, Schachmatt, Land für Land. Ach du großer Elefant, nichts ist hier mehr mit charmant und galant. Alles abgebrannt, kein Geld mehr dafür, Flaschenpfand. Es ist eine große Schand. Bravo. So ist es leider. Aber Prophezeiungen sind ja immer dazu da, als Warnungen zu dienen. Die müssen ja nicht unbedingt eintreten. Cassandra. Ja, und es gibt ja auch diese schönen Solarmobile. Ja, Elektromobile. Für das Sie gerade Reklame machen. Yes. Keine Auto, keine Autofahrerin, aber Solarmobil. Solarmobil, damit werde ich fahren. Werden Sie fahren? Ja, damit werde ich mich auch trauen, also das zu lernen. Die Wette, da halte ich mit, dass wir in 50 Jahren mehr Exemplare davon haben als heute. Das ist schon mal ganz klar. Herr von Butler, wenn Sie in die Zukunft gucken, Sie haben ja nun auch gerade ein Buch über Zeitreisen geschrieben. Man kann ja nicht nur Zeitreisen nach hinten machen, sondern auch nach vorne. Was ist der größte Unterschied, wenn wir ein halbes Jahrhundert nach vorne springen? Ja, nun, es gibt eine ganze Reihe von Visionen. Menschen sind hypnotisiert worden und dann in der Hypnose in die Zukunft geführt worden, wenn sowas überhaupt machbar ist. Ich denke immer, dass Befürchtungen aus dem eigenen Unterbewusstsein dann als Fantasievorstellung auftauchen. Ich sehe die Zukunft nicht sehr positiv, muss ich dazu sagen. Mit der Atmosphäre, die immer mehr Kohlendioxid bekommt, das ist ja völlig schon richtig. Die Erde wird immer mehr zu einem masseähnlichen Planet. Trotzdem, um das Positive vorweg erstmal zu sagen, ich glaube schon, dass die Menschheit überleben wird. Und es gibt heute Ansätze, dass die Technologie säuber wird. In der Medizin gibt es neue Ansätze. Also wir haben eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder in 50 Jahren sind viele Dinge viel besser durch neue Entwicklungen, oder aber die Menschheit geht unter. Und dann überleben die Ratten. Die sind ja anpassungsfähig.
Aber die brauchen den Menschen, weil sie den Müll brauchen. Also die, vielleicht sorgen die Ratten dann eines Tages dafür, dass wir überleben. Ich weiß es nicht. Man kann hier sich lustig machen über die ganze Geschichte. Nur der Sauerstoff wird vielleicht in 50 Jahren, wenn die Bevölkerungsexplosion so weitergeht, nicht einmal mehr ausreichen. Die Amerikaner verbrauchen 5,5 Milliarden Tonnen Sauerstoff und produzieren nur 2,5 Milliarden Tonnen Sauerstoff. Die Klimakatastrophe wird kommen, eine Klimaveränderung, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und mit dieser Klimaveränderung ist es natürlich auch möglich, dass die Menschheit wieder von vorne anfängt, sie untergeht. Vielleicht ist das in der Vergangenheit schon passiert. Zurück zu den Höhlen und dann wieder so ein Aufstieg, so ein Rhythmus, der dann möglicherweise entsteht. Oder Nina Hagen hat recht mit ihren Visionen. Die Elektromobile müssen zunehmen. Wir müssen säubere Antriebe haben. Ich meine, durch den Erdbeben kommt man da ja auch nicht, stimmt. Aber egal. Ja, aber hier dieses Lichtschiff, was ich gesehen habe, das war von solcher Kraft, dass man, wenn man hier in Licht reinguckt, kannst du gar nicht machen. Tut ja dem Auge weh. Aber diese Lichter, die waren stärker als alle Lichter, die ich hier jemals kenne oder sogar im UV-Licht. Und jedes Licht hatte seine, wie eine eigene Persönlichkeit, total friedvolle, ekstatische Ausstrahlung. Jede Farbe, die es gibt. Wenn Sie das schildern, ist Wahnsinn. Das wie eine Art Urerlebnis für Sie, für Ihr Leben gewesen. Definitiv. Wie hat sich Ihr Leben dadurch in der Folgezeit geändert? Also ich wusste sofort, dass die haben eine Power, die wir nicht haben. Die können... Wer die? Ja, dieses Lichtschiff, ja, was ich gesehen habe, die können uns paralysieren. Die haben eine größere Energie als wir. Die können uns abholen. Die können uns Sachen erzählen und die dann verschlüsseln, sodass wir erst dann wissen, was wirklich da passiert ist, wenn die Zeit gekommen ist. Die sind irgendwie göttlich oder die kommen aus einer Dimension, wo eine Harmonie und eine Ordnung und eine Kraft herrscht, die unsere Zukunft ist, beziehungsweise die unser Jenseits ist. Können Sie unterschreiben? Ich meine, das ist jetzt eine ganz subjektive Erlebnis. Das, so ein Erlebnis habe ich nicht gehabt. Und ich kann da natürlich nichts sagen. Das ist eine Sichtung, die... Ich bin überzeugt, dass das, wie gesagt, das UFO-Phänomen existiert. Wobei noch nicht hundertprozentig nachgewiesen, dass das nun was Außerirdisches sein muss. Die Amerikaner zurzeit arbeiten mit neuen Antigravitationstechniken, manipulieren Zeitgeschichten. Das heißt, viele Sichtungen, die heute gemacht werden, sind bestimmt geheime irdische Projekte. Aber das stimmt, das gibt es ja auch ganz offiziell im amerikanischen Fernsehen, wird das ja auch die schwarze Weltprogramme gezeigt, dass solche Sachen von den Regierungen gemacht wurden. Aber es gibt ja nicht nur diese Schiffe von anderen Welten, anderen Dimensionen, die kommen ja von überall her, also auch aus dem Jenseits. Ja, und die aus dem Jenseits kommen, ja, das sind die Guten. Und alle anderen sind irgendwie ein bisschen so Nachbildungen. Ja, ich kann da jetzt nicht so ganz folgen, aber okay, das ist ja in Ordnung. Ich habe es ja noch nicht mit eigenen Augen gesehen. Sie sind sozusagen auf der sinnlichen Seite, um es zu begreifen, und Sie sind eher dann auf der analytischen. Und beides braucht man vielleicht. Das ist gerade diese beiden Seiten verkörpern vielleicht das Phänomen. Aber ich muss ich ganz ehrlich gestehen, immer versuchen, naturwissenschaftlich, rational die Dinge zu analysieren. Das muss ich zugeben. Wobei ich aber mir darüber im Klaren bin, dass zum Beispiel, wenn wir vom Jenseits sprechen, dass eine Art feinstoffliche Ebene wahrscheinlich existiert. Und wir wissen heute, dass die vier Dimensionen, die man kannte, bisher nicht ausreichen. Man redet heute von 10 Dimensionen, also von zusätzlichen Dimensionen. Und das, was Hagen sagt, kann sich durch diese zusätzliche Dimensionalität sehr wohl ergeben. Das sind alles Möglichkeiten. Nur, wir reden immer vom persönlichen Erfahrungsbereich. Ich mache außerkörperliche Erfahrungsseminare. Und persönlich bin ich überzeugt, dass der feinstoffliche Bereich existiert. Nur Außenseitern, die das nicht erlebt haben, das zu vermitteln, ist nicht einfach. Klar zu machen, dass neben dieser grobstofflichen Existenz noch so ein feinstofflicher Bereich vorhanden ist. Und das ist eigentlich, was Nina Hagen sagte, aus dieser anderen Ebene. Das ist für diejenigen, die es erlebt haben, schon nachvollziehbar. Auf die konkrete Zukunft bezogen, sagte Nina ja eben unter dem Stichwort Community, da wird sich was im Zusammenleben ändern. Das Miteinander der Menschen muss intensiver werden, weil die Bedrohung durch die Welt selber
letztlich durch den Menschen hervorgerufen, größer wird. Wie sehen Sie Ansätze des Zusammenlebens von Menschen in der Zukunft? Nehmen wir wieder diesen Zeitsprung von einem halben Jahrhundert. Ich bin überzeugt, dass was passieren wird in der Zukunft, ist, dass eine technokratisch orientierte Elite entstehen wird und die sich möglicherweise sogar abkapseln, dass eine große Gruppierung wieder so zurück zur Natur gehen wird, dass man versucht, neue Werte, ein neues Wertesystem zu entdecken. Was bedauerlich ist, denn dadurch entsteht eben auch eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Ich meine, dass viele Menschen heute wieder das Bedürfnis haben, sich mit der Natur zu identifizieren. Ich nenne das Merlin-Prinzip. Mit der Natur zu sprechen, mit der Natur in Resonanz zu treten. Auf der anderen Seite haben Sie aber eine so technokratisch knallharte, eiskalte Gruppierung. Ich habe vor einer Weile Waffenspezialisten im Interview erlebt. Das waren Amerikaner, die mit hochgekrempelten Ärmeln ganz stolz erzählt haben, dass sie neue Waffen entwickeln. Und die Macht, die man dadurch erreicht, das war beängstigend, sowas. Man hat heute schon das Problem, dass viele Projekte der Amerikaner an der Öffentlichkeit vorbeilaufen. Wir kriegen es einfach nicht mit, sie sind so streng geheim. Und das sind wirklich Hightech-Projekte. Und dann haben sie die große Bevölkerungsschicht, die hier sozusagen dumm gehalten wird. Das sind Drohnen, die praktisch arbeiten dürfen, Fabriken und alles machen, aber nicht mehr informiert werden. Und ich glaube, das wird sich verstärken. Wir werden also diese technokratisch orientierte Elite haben. Eine ganz neue Architektur wird entstehen, so eine Art Biosphären-Kuppelartigen Gebäude, wo mit Genmanipulation, wo neue Computersysteme entstehen, die schon beinahe biologisch orientiert sind. Und dann auf der anderen Seite werden sie immer mehr Menschen haben, die das Bedürfnis haben, zurück zur Natur. Das glauben, davon bin ich überzeugt, dass das eine Entwicklung ist. Jetzt haben Sie gerade das Buch geschrieben, Zeitreisen, ja, wo Sie anhand einer mathematischen Formel erklären können, wollen, wie auch immer, wie es funktionieren kann. Wenn Sie eine Zeitreise ausnahmsweise nicht nach vorne in 50 Jahren, sondern nach hinten nehmen, frage ich Sie, welches Zeitalter würden Sie aussuchen? Wo würden Sie gerne einmal mit welchem Schiff auch immer landen, aussteigen und sind in der Renaissance, im Mittelalter? Well, wenn, dann bitte immer in den Himalaya zu den unsterblichen Yogis, weil an allen anderen Plätzen der Weltgeschichte, der Menschheitsgeschichte, gab es immer Mord und Totschlag und Unrecht. Und da oben im Himalaya, da hat noch kein amerikanischer Geheimdienst, geht nicht. Aber weil man, da wohnt nämlich Gott. Können Sie sich da Zeit und überhaupt vorstellen? Eigentlich nicht, weil gibt es ja eigentlich nicht. Die gibt es ja nur in den Köpfen der Menschen von wegen Gesellschaftsordnung und, you know. Naja, eine Küchenmaschine werden Sie da nicht. Ja, finden. Küchenmaschinen und so. Aber dort lebt man halt voll in der Natur und wie die Indianer oder, you know, so diese unsterblichen Kulturen. Aha. Regenwaldmenschen, die schon immer Bewusstseins, mit einem erweiterten Bewusstsein quasi schon auf die Welt gekommen sind. Herr von Butler, Ihr erweitertes Bewusstsein, seit wann haben Sie das? Seit wann ich weiß nicht, ob mein Bewusstsein erweitert ist. Ich suche es, ich kämpfe darum, dass ich mein Bewusstsein erweitere. Das kann man ja selber nicht beurteilen. Und in welches Zeitalter würden Sie sich gerne einmal zurückversetzen lassen? So nach dem Motto, mal gucken? Wenn ich nur einmal dürfte, also ich würde natürlich viele Zeitalter besuchen wollen, ich würde sehr gern das hellenistische Zeitalter aufsuchen. Ich würde gern teilnehmen an den Dialogen, die Sokrates und Platon geführt haben. Das würde ich ganz gern miterleben. Ich würde gern diese Demokratie erleben und die Zeit erleben. Ganz zum Schluss der Rückblick nach hinten, ansonsten aber eher Ausblicke nach vorne. Sie haben es ein paar Mal gesagt, heute zweimal, zurück zur Natur. Da fällt mir der Spruch ein, alle wollen zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß. Im Zweifelsfall. Ja. Oder man könnte auch sagen, zurück zur Natur, guck mal auf die Lebensuhr. So halt oder deine Seele pur. Wenn da mit dem Solarmobil. Mhm. In diesem Sinne, Nina Ha, vielen Dank. Johannes von Butler, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Schauen Sie weiter nach vorne. Alright. In dem Sinne, Sie bitte auch, und zwar im Zweifelsfall zum nächsten Freitag um 10 Uhr, wenn es heißt, betrifft. Danke fürs Zuhören und tschüss zusammen.